Spiegel verringert, dann ist das so, was ist das so komisch. Ja. Ich hoffe mal, der Florian hat kriegt jetzt bald auch mal geschissen. Und dann kannst du hier gleich herkommen und die Rohstoffe einsammeln. Was für Rohstoffe einsammeln? Monster töten ist angesagt. Nein, du kommst erst mal her und sammelst diese schwulen Rohstoffe ein. Nein, Monster-Arcane ist immer noch angesagt. Florian, nein. Vorher aus, sonst mache ich wieder Timeset 0. Du machst das Timeset 0. Dann hole ich ja die Sachen nicht. Dann hole ich die Sachen jetzt nicht. Es würde nicht, sprach Gott. Wenn es nicht gab, aber... Trotzdem Penis und Wünschte. Alter, wir treten gerade der Religion auf den Schlips. Junge! Nein! Ja, es ist so. Ja, jetzt kann es wieder nicht hoch machen. Ja, das muss ich wieder über 18 machen. Nee, Religion darfst du deine freie Meinung. Es gibt in Deutschland die freie Meinungsäußerung. Florian! Ja. Komm jetzt her! Nein, du hast meine Zombies weggemacht. Du kannst gleich einsammeln, guck mal, sie herumlegt. Ich kann es nicht einsammeln. Oh, wie süß. Ich hab sogar Knochen dabei. Willst du den? Oh, guck mal hier. Auf. So. Auf. Ich suche mir mal hier noch ein Weibchen. Welches Weibchen gefällt dir denn? Hä? Ja, mein Junge, was gefällt dir denn? Kannst du jetzt gerade mal her... Hey, kannst du jetzt bitte herkommen und die Sachen abholen? Wäre sehr vorteilhaft. Sehe ich auch. Bist du am Arsch? Oh, den mag mich. Warnach! Bist du am Arsch? Kleines Arschgesichtiges. Wow, Hund gegen Hund! Jetzt komm wieder her! Ich darf die selber in die Fresse. Wieso brennen die Zombies nicht mehr? Wieso attackieren mich die Spinnen? Was ist hier los? Boah, ich bin evil, Kniebel. Hä? I made it for you. Ah. Bitch. Okay, I don't know what you are talking about, aber du hast einen kleinen Penis. I don't know what you mean, because I don't speak this language. Ugly English. You are ugly, blah, blah. Penis! You are lispeling. I don't leapily, bling, la la. Ching, ching, chong. Ni, sing, ho. Iva, Butzelmann. Tobi, fick, ein Butzelmann. Ja, jetzt kann ich aber auch wieder zusammenreißen, ich schwör's dir. Wir sollten mal vielleicht über ernste Themen reden. Und nicht immer so. Über Wirtschaft und Politik. Über also Angelo. Die Wirtschaftslage von Deutschland. Ist ja echt trocken. Das würde ich nicht sagen. Nachher kommen sie mit Kampfschrauber. Kleine Penisse. Adolf Hitler. Ach so, meintest du dich selber? Nee, meinte Adolf Hitler. Das darfst du nicht im deutschen TV sagen. Dass Adolf Hitler einen kleinen Schwanz hat. Florian. Florian, piep, aus der Piepstraße, piep, in piep. Bitte auf, diese Äußerungen zu sagen. Macht mir ein kleines Hundebaby. Du. Niemals. Du. Ihr macht mir ein Hundebaby. Kannst du selbst ein Hundebaby machen? Oh, guck mal hier, ich hab ein Hundebaby. Ach ja, warte. Wer hat letztes Mal meine ganzen Hunde abgeschlachtet? Du. Florian. Das war aber beim anderen Let's Play. Komm schon. Nein, das war hier. Das war nicht hier. Ich hab das sogar noch aufgenommen, wo du die Hunde abgeschlachtet hast. Na? Schiffi, wo seid ihr denn? Wo ist mein Traps denn? Mein Preps hat sich aufgehängt, na geil. Nein, den Bild ist for the win. Ja, Alter. Soll ich dir noch Kohleblöcke besorgen? Nee, doch. Brauche ich. Und Eisenblöcke bitte auch. Okay, kein Ding. Eisen ist sowieso Blöcke. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob Rips dann auch Blöcke wären. Ah! Er ist runtergefallen und hat mir einen Flicky gegeben. Na, du. Jetzt bitte doch. Du kleiner Bass. Ist mein Ihr kleinen Hunde. Ihr kleinen Hunde. Gut, dass ich das überlebt habe. Hey, Hundi. Aha. Ach, die haben ja überlebt. Nehmen wir hier aus der Höhle wieder raus. Ich musste mal gerade wieder jetzt in den Friedrich gehen, weil ich keine Lust hatte, jetzt drauf zu gehen. Weil dafür habe ich zu gute Sachen jetzt. Hundis. Eins. Flo, du musst die Sachen von der Höhle noch holen gehen. Von der Nein, Brücke. Nein, ich gehe die nicht holen. Doch. Nein. Du hast gesagt, du gehst sie noch holen. Sonst nee, du hast meine neuen Zombies ausgeschaltet. Es kommt auch jederzeit wieder Nacht. Aber die Items bleiben nicht lange liegen. Wahrscheinlich sind die jetzt schon wieder weg. Was war das denn? Ganz normaler Stein. Viel. Ja. Ich ärgere mich auch darüber, dass meine geile Spitzhacke hier weggeht. Ja. Ja, okay, geht nicht.
Ja, toll, die Sachen sind schon weg. Nein, die verschwinden! Scheiße, ich habe gerade gesehen, wie sie verschwunden sind. Da, schnell! Wow, ach. Eine Wuffi-Familie! Und da vorne, da vorne! Lauf! Ey, hier flicken. Ey, hier, guck mal, er kann flicken. Und jetzt wolltest du mich gerade schlagen? Nein! Hä? Was denn? Du hast normalen Stein? Ja, normal. Ich kann den doch mit meiner Spitzhacke so abbauen. Ja. Sieht zwar noch immer noch ein bisschen schäbig aus, die Brücke, aber lassen wir das so. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich bauen soll. Wir sollten vielleicht irgendwas Schönes bauen. Also, wie wär's mal mit dem Kissen? So den Eiffelturm. Sag mal, gekokst? Ein bisschen. Nee, wir haben ja jetzt eigentlich alles so. Ja, das denke ich mir gerade auch und dann sehe ich wieder deine Fratze und denke mir, du brauchst noch eine schöne. Den bauen wir. Wir bauen jetzt mal eine Visage. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich baue eine Statue. Statue of Liberty! Boah, kannst du mal leiser reden, deine Stimme nervt so. Alter! Warum LPTst du dann mit mir, du Noob? Du Lappen, fick dich ins. Du Team. Blödes NN-Kind! Warum wurdest du überhaupt gezeugt? Ich frage mich das du schon. Du schwuchtiges SS-Kind. SS? Boah! Du warst doch nur wir können auch immer nur zweideutig daran denken, oder? Das ist der deutsche Effekt. Wieso flashen deine Hunde immer die Zähne, wenn sie mich sehen? Weil sie dich nicht mögen. Glaube ich auch, aber. Wenn sie es nochmal machen, bringe ich sie einfach ganz einfach um, okay? Ich sperre sie im Keller ein. Cool. Kommt rein, Hundis. Wuff, wuff, bitte töte mich! Der Kleine läuft natürlich raus, komm rein. Kommt ihr. Wuffi. Ich brauche jetzt einen Melonenabwassergraben. Ja, komm. Bei Fuß. Okay. Rechts, links, rechts. Ja, Florian. Rechts, das ist ja auch kein bisschen geklaut oder so, nein. Nein. Oh, du hast aber einen schönen großen Kopf. Nein, du hast aber einen schönen großen Kopf. Du siehst eher hässlich aus. Oh mein Gott. Warum quälst du deine Hunde so? Flachzange. Flachzange. Und du? Du kommst mit mir auf die Jagd. Wuff. Wenn Nacht wird. Dann jagen wir die Zombies. Und du bist vorne bei. Komm, geh spielen. Hast du das gerade zu deinem kleinen Hund gesagt? Wuffi! Ich glaube, ich heiße... Ja, Wuffi! Hau ab! Oh, deine wir blöden spielen ein bisschen, komm! Wir spielen packen. Du bist dran! Warte, warte, warte. Du bist dran! Alter, wieso habe ich zwei Bogen? Bögen. Nein, Bogen. Ich werde vom Hund verfolgt. Der kann Leitern klettern, pass auf. Dass er nicht den Weg nach oben weiß. Ach, der kommt nicht hoch. Bin ich gut. Das kann ich so machen. Bert jetzt schon mal. Der Eis beschissen. Wie, du kannst, willst du schon wieder entscharten? Da mach ich den Schaden. Ich mach mal neuer. Schärfer Rückstoß, das hört sich gut an. Wie funktioniert das so wie. Boah, habe, okay. Das hat schon definitiv nicht geklappt. Schon bei dem ersten Anlauf habe ich gesehen, du bist blöd. Obwohl, wir könnten das eigentlich erst so machen. Rechts, links, rechts, links. Das war das einzige Let's Play, was ich schon rumgeguckt habe. Wie? Du guckst kein Gronkh? Höchststrafe müsste es dafür geben. Echt ernsthaft. Na, was meint ihr? Macht der das toll? Ja, das macht er toll. Oh, ich werd beobachtet. Ja, wie die kleinen Kinder nach mir. Alter! Reiß dich mal! Ich reiße mich nicht. Ja, Baum. Weil Baum. Fang mal an, jetzt irgendwas Schönes zu bauen. Ja, okay. Ich baue mir ein Haus. Ich baue mir ein Schloss. Das in den Wolken schwebt.
Und dass dich an alt ich nimm. Ja, Florian, es reicht. Was haben, warum haben wir eigentlich so viel Bambus, wenn wir sowieso nicht mehr brauchen? Werden wir brauchen es immer. Für was? Für Pedo. Baum. Bei Brot. Ich frag mich, warum deine Mutter dich bloß geboren hat. Ich frag mich, wieso ich nicht bin. Um Let's Plays zu machen. Troll. Getrollt. Wie trollt man sein Bruder? Ich lieb dich nicht. Let's troll in real life. Das ist unsere Idee. Nicht klauen, bitte. Wir geben euch 5 Euro, wenn sie uns das nicht klauen. Bitte, lieber Hater, bitte hatet dieses Video nicht. Wir sind sehr empfindlich. Wir haben Gefühle, was eigentlich nur Frauen haben. Aber wir haben dieses Gefühle. Dieses Phänomen Gefühle auch. Und deswegen bitten wir. Das ist nicht wirklich bei jedem Menschen so, aber manche. Deswegen bitten wir sie um ihr Verständnis, wenn sie sehen, dass andere Leute Gefühle haben. Bitte, stören sie sie nicht. Verkaufen sie bei eBay Gefühle. Ein Herz. Ein Herz für Menschen. Ein Herz für Aria. Was soll ich mit dir noch machen? Vergasen! Alter Flo! Es macht so Spaß. Ja, klar ist das Spaß, aber jetzt habe ich da schon wieder eine Ü18-Version draus gemacht. Ah ja, Ü18-Version, wisst ihr Bescheid, ne? Leute, die über 18 sind. Also, fast keiner davon. Ja, die auf YouTube sind, die restlichen, die interessieren sich nicht. Stimmt. Scheiße, sieht das aus. Was? Nein, überleg nicht jetzt schon wieder, was du an deinem Haus ändern könntest. Stirb, Baba! Warum bist du so aggressiv gegen andere Lebewesen? Weil sie sie keilen durch die Nacht schreien. Das gefällt mir nicht. Wollen sie was machen? Die schreien was Bestimmtes durch die Nacht. Florian! Alle. Ich weiß schon wieder, woran du denkst. Ich hasse dich schon wieder dafür, das weißt du. Was denn? Dürfen die nicht mal Pokémon schreien oder was? Flo? Ja? Ich glaube, jeder weiß genauso gut wie ich, was du jetzt meinst. Ich bin forever alone auf einer Insel. Ich kann hier nicht mehr. Nicht nur da. Nicht nur da! Forever alone, forever alone. Ja, das schaffe ich das. Der wagemutige Sprung auf die andere Seite. Oh, ich hab ne Höhle gefunden, die unter meiner Maschine ist. Sorry, der wagemutige Sprung. Oh, er hat's geschafft. Nein, ich bin schon an der Höhle gefallen. Er hat's geschafft, er springt vor Freude in. Er springt, wie sein Papa, er ist gesprungen. Sie werden alle springen, vom Hochhaus meine ich natürlich. Tokyo Hotel, spring. Spring nicht! Wie das neue Lied, Tokyo Hotel, spring. Spring auf 10 Meter Höhe und überlebe es. Alter. Die neue Mutprobe. Spring vom Hochhaus und überlebe. Alter, wir bringen den Kindern mit den Ball. Nein, liebe Kinder, das geht natürlich nicht. So was könnt der ihr ja nicht. Tobi, der erzählt immer nur Spaß. Er erzählt nur Spaß? Ja. Wie erzählt man denn Spaß? Ein bisschen Spaß das muss sein. Da kommt war ja auch kein Penis bisschen Pedo, Mann. Ganz Florian. Hallo. Du kannst dich echt nicht beherrschen. Kannst du mir ein paar Leitern bitte fertig machen? Danke. Was für Leitern? 16 Stück. Was für Leitern? Bumsleitern. Oh, davon habe ich ganz, ganz viel.